Willkommen, willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns in der Stadt Einsamkeit. Einsamkeit ist die Hauptstadt des Fürstentums. Ihr seid doch der von der Akademie. Harfingar. Ich hab schon von euch gehört. Und der kaiserlichen Provinz Himmelsrand in The Elder Scrolls 5 Skyrim. Sie beheimatet die berühmte Wadenakademie und den größten Hafen in Himmelsrand. Hier liegt in der vierten Ära auch das Zentrum der kaiserlichen Macht im Himmelsrand. Daher hat die kaiserliche Legion auch ihren Hauptsitz im riesigen Schloss Elend, das wir hier vor uns sehen. Der große Hafen der Stadt ist zudem der Sitz des Hauptlagerhauses der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Himmelsrand, weswegen auch der Handel sowie der Schiffsverkehr hier stark geprägt wurde. Aha, der Markt. Was haben wir denn Feines? Als Hüter der neuen Göttlichen heiße ich euch willkommen. Danke, danke. Und Fisch. Nun ja. Als ich noch jung und ungestüm war, habe ich einen Mann mit einem einzigen Hieb den Arm gebrochen. Natürlich hatte ich auch ein Hufeisen. Über den Seeweg werden auch reichlich Vorräte in die Stadt geliefert. Ein Drittel der Waren gehen an das kaiserliche Hauptquartier. Ich bin gerade in Himmelsrand und nur ein Viertel zu den Märkten. In den meisten Jahren, die über diese Stadt herrschten, floss das Blut der Septim. Außerdem sind die meisten Großkönige vor Jahren von Einsamkeit gewesen. Wir nähern uns nun meinem Gut Stolzspitze, das sich in der Nähe des Blauen Palastes befindet. Dort hinten am Ende des Weges befindet sich der Blaue Palast an der Ende der Spitze des Felsvorsprungs, auf dem sich ein Großteil der Stadt erhebt. Hier ist Gut Stolzspitze. Gleich neben der Badenakademie. Wir haben einen Eingang im Keller, aber ich werde einen anderen Eingang wählen. Nämlich diesen hier. Und dann wollen wir mal. Ihr euch verlaufen? Willkommen in Gut Stolzspitze. Ehre sei mit euch, mein Herr. Hallo, Jordis. Wie geht es denn euch? Habt ihr auch schön auf das Haus aufgepasst? Na, das werdet ihr schon. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Nun denn, wir haben hier, wie man sieht, einen kleinen Empfangsbereich mit einem Tisch und zwei Stühlen und einem weiteren Tisch und noch einem und verschiedenen Schränken. Dann gibt es hier einen Essbereich. Ist auch bereits gedeckt. Wir haben einen kleinen Kamin, wo man auch was kochen kann. Hier gibt es natürlich über diverse Schränke. Und was haben wir? Brot und Ziegenkäse. Da hinten ist eine Flasche Met auf dem Board. Und Wein. Und natürlich auch einige Bücher. Und hier ein Zaubertrank. Ob ich den wohl wieder raufkriege? Sauber? Na, lass mal so liegen. So. Hier ist ein seitlicher Bereich mit einem, das kann man schon sagen, Arbeitstisch, auf dem sich ein Buch befindet, ein Eisendolch. Das ist die originale Deko, wie man sie kannte. Für jeden, der dieses Haus erwirbt. Nun geht es hinauf in den Schlafbereich. Auch hier ist ein Tisch.
wo mehrere Leute ihr Mahl einnehmen können, sei es ein Frühstücksmahl oder ein Mittagsmahl. Durch die Oberlichter fällt einiges an Tageslicht hinein. Wir haben auch verschiedene Regale für diverse Gegenstände, wie hier zum Beispiel Heiltränke und Bücher, Becher und dergleichen mehr. Eine recht robuste Architektur, möchte man meinen. Hinter dieser Tür wartet das Schlafzimmer. Und hier haben wir auch wieder ein Doppelbett mit ausreichend Stauraum in dieser Truhe. Ein Waffenständer für zwei Waffen mit einer Vulkanglasstreitaxt, die magisch aufgeladen ist, und einem orkischen Bogen der Flammen. Was haben wir hier? Met, Würzwein, Wein und hier Altowein. Ein Tablett mit drei Süßkuchen. Ups. Oh, da fällt ein Apfel runter. Da war ich wieder zu unvorsichtig. Tut mir leid. Das ist hier alles ein wenig empfindlich. Ja. Und dann sitzt man eine Weile und überlegt sich seine nächsten Handlungen in diesem Spiel. Ein kleiner Tresor und diverse Bücher. Soll ich wieder ein Buch vorlesen? Und soll ich? Wir haben bestimmt was Schönes hier. Ein schönes Buch. Lesen wir mal Des Kriegers Mündel. Des Kriegers Mündel. Ein altes Gedicht der Rotwadonen. Verfasser unbekannt. Es sang ein Stern von Sagen fern, wo Kuh das Silberglanz ihn ziert. Vom Krieger her, der übers Meer sein Mündel durch Schlangenfänge führt. Der Runenfürst wollt seinen Durst nach Abenteuernächten stillen, die Schlange wecken, auszustrecken, aus den Schuppen ein Hemd, dies war sein Sinn. Die Dame, keck doch schreckhaft sehr, vor jedem Bieste ängstigt sich, das Untier sah, Gefahr so nah, schrie, o weh, ein Wurm so fürchterlich. Das Panzerrost des fürchtsten Stoß will unterstützen treu und gut, mit Hufetanz kennt Schuppenglanz, verlässt des erfahrenen Kriegers Hut. Hoch, hoch empor das Untier fuhr, doch starb es durch des Kriegers Schwert. Die Mündel schauen bange, die tote Schlange, schwören künftig zu achten, der Obhut wert. Nun dann ist auch diese Erzählung beendet. Was haben wir hier für Gewächse? Wird nicht angezeigt. Und hier wieder Schneebären. Nun begeben wir uns hinunter in den Keller, wo eine etwas größere Waffenkammer auf uns wartet. Unter anderem. Hier einige Fässer Met und hier schon einige Waffen. Was haben wir denn hier? Ein Ebenerzbogen des Schwundes. Eine Zwergenkriegsaxt der Entkräftung. Die Klinge von Harfinger. Ein Ebenerzbogen des Stroms. Ein Ebenerzbogen des Feuers. Oh, Knoblauch. Wir wissen ja alle, gegen was Knoblauch hilft, nicht wahr? Hier haben wir zwei Puppen. Einmal mit so einer
Diebesausrüstung und dies ist die Robe des Kaisers. Ein Verzauberungstisch. An der Wand haben wir ein Vulkanglasschild, Harkons Schwert, einem Samurai-Schwert nachempfunden, der Fluch des Roten Adlers und hier ein Ebenerdschild, ein Ebenerdschwert und noch ein Ebenerdschwert. Und hier ein Stab des Schutzgeistes. Damit kann ein Schutzgeist beschworen werden, der für ca. 60 Sekunden wohl bei einem bleibt und für einen kämpft. Und hier ein alter Nordzweihänder des Eises. Was für ein schöner Seelenstein. Hier befindet sich ein kleines Feuer mit metallenem Abzug. Wahrscheinlich aus Kupfer. Und ein kleiner Alchemietisch. Und diverse Zutaten. Auch Riesenzehen sind dabei. Hier haben wir ein Nebenzimmer. Ein Lagerraum für verschiedenste Dinge. Stühle, Körbe, Teppiche, eine kleine Schlafstelle und diverses allerlei. Hier ist der Kellerausgang, der nach draußen führt. Hier haben wir auch verschiedene Bücher. Dann werde ich mich dazu entschließen, noch ein Buch zu lesen. Und zwar Der verschlossene Raum von Porbert Litumli. Jana war genau die Art Schülerin, die ihr Mentor Art Carmo verachtete. Eine professionelle Amateurin. Ihm gefielen die Verbrecher, die normalerweise in der Festung zu seinen Schülern gehörten. Gewöhnliche Eichbrecher oder raffinierte Erpresser oder Kinder und Jugendliche, die den Ehrgeiz hatten, mit Hilfe der Kunst des Schlösserknackens Karriere zu machen hatten. Sie waren immer an einfachen Lösungen interessiert, während Menschen wie Warner auf Ausnahmen, Möglichkeiten, Exotisches erpicht waren. Sehr lästig für einen Pragmatiker wie Art Camus. Die junge Rotwardonin stand stundenlang vor einem Schloss, stochern mit ihren Drähten und Dietrichen, spielte mit den Kern- und Gehäusestiften herum und untersuchte die Zylinder mit einer lässigen, für Verbrecher ganz und gar untypischen Faszination. Während die anderen Schüler ihre Testschlösser schon lange geöffnet hatten und mit anderen Dingen beschäftigt waren, spielte Vana immer noch an ihrem Schloss herum. Die Tatsache, dass sie am Ende noch immer gelang, selbst die schwierigsten Schlösser zu öffnen, verärgerte Art Carmo noch mehr. »Ihr macht das alles viel zu umständlich«, brüllte er und gab ihr eine Ohrfeige. »Geschwindigkeit ist entscheidend, nicht nur technisches Wissen. Ich bin sicher, dass selbst, wenn ich direkt vor eurer Nase einen Schlüssel in das Schloss stecke, ihr es immer noch nicht aufbekommt.« Warner ertrug Art Carmos Peinigungen mit philosophischer Gelassenheit. Schließlich hatte sie ihn im Voraus bezahlt. Natürlich war Geschwindigkeit ein sehr wichtiger Punkt für einen Schlossknacker, der sich Zugang zu verbotenen Bereichen verschaffen wollte, während ihm die Stadtwache auf den Fersen war. Vana wusste jedoch, dass das auf sie nicht zutraf. Sie wollte nur wissen, wie es ging. Art Carmo versuchte alles, um Vana zu größerer Geschwindigkeit anzutreiben. Je mehr er sie anschrie und schlug, desto mehr Zeit verbrachte sie mit den einzelnen Schlössern und studierte ihre Eigenarten und Besonderheiten. Zum Schluss konnte er es nicht mehr ertragen. Eines späten Nachmittags, als Vana wieder einmal in einem ganz normalen, einfachen Schloss herumgemummelt hatte, packte Art Carmo das Mädchen am Schlawittchen und schleppte es in einen Raum der Festung, weit, weit weg von den anderen Schülern,
in einem Bereich, zu dem ihnen der Zutritt verboten war. Der Raum war komplett leer, bis auf eine große Kiste genau in der Mitte. Außer der Eingangstür gab es weder Fenster noch Türen. Art Kamo stieß seine Schülerin gegen die Kiste und schloss die Tür hinter ihr. Sie fiel mit einem deutlichen Klack ins Schloss. »Dies ist ein Test für meine fortgeschrittenen Schüler«, lachte er durch die Tür. »Nun schau mal, ob ihr da rauskommt.« Vana lächelte und begann, das Schloss auf ihre eigene, gemächliche Art zu untersuchen. Nach ein paar Minuten hörte sie wieder Art Kamos Stimme durch die Tür. »Vielleicht sollte ich euch noch sagen, dass dies ein Geschwindigkeitstest ist. Seht ihr die Kiste hinter euch? Darin befindet sich ein alter Vampir, der dort seit vielen Monaten eingesperrt ist. Er ist total ausgehungert. In wenigen Minuten wird die Sonne ganz untergegangen sein. Wenn ihr bis dann die Tür nicht geöffnet habt, wird von euch nicht mehr als eine blutleere Hülle übrig bleiben.« Vala überlegte kurz, ob Art Kamo sich einen Scherz mit ihr erlaubte. Sie wusste ja, dass er ein böser und grausamer Mann war, aber würde er wirklich morden, um einen Schüler eine Lehre zu erteilen? In diesem Moment hörte sie auch schon ein Rascheln aus der Kiste und alle Zweifel waren beseitigt. Ganz entgegen ihrer normalen Arbeitsweise jagte sie den Draht ins Schloss, bohrte ihren Stift gegen den Druckriegel und stieß die Tür auf. Art Kamo stand am Gang und lachte grausam. »Tja, nun habt ihr wohl den Vorteil schnellen Arbeitens kennengelernt.« Vana kämpfte mit den Tränen und fuhr aus Art Kamos Festung. Er war sich sicher, dass sie nicht in sein Obhut zurückkehren würde und dachte sich, dass er ihr wenigstens eine wertvolle Lektion erteilt hatte. Als sie am nächsten Morgen wiederkam, ließ sich Art Kamo keinerlei Überraschung anmerken, innerlich jedoch schäumte er vor Wut. »Ich werde euch in Kürze verlassen«, erklärte sie leise. »Ich glaube, ich habe eine neue Art von Schloss entwickelt und ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir eure Meinung darüber sagen könntet.« Art Kamo zuckte mit den Achseln und sagte ihr, sie solle ihren Entwurf vorlegen. »Ich dachte mir, vielleicht kann ich das Schloss in den Vampirraum einbauen. Ich glaube, dann kann ich es besser vorführen.« Art Kamo war unschlüssig, aber der Gedanke, dass dieses lästige Mädchen schon bald weg sein würde, machte ihn nachsichtig und hob seine Laune. Er erlaubte ihr den Zugang zum Vampirraum. Den ganzen Morgen und den größten Teil des Nachmittags arbeitete sie neben dem schlummernden Vampir, entfernte das alte Schloss und baute ihre Neuerfindung ein. Als sie fertig war, bat sie ihren ehemaligen Meister, einen Blick darauf zu werfen. Er betrachtete das Schloss mit sachverständigem Blick und war nicht sehr beeindruckt. »Dieses Schloss ist das erste und einzige einbruchsichere Schloss«, erklärte Vana. »Man kann es nur auf eine Art öffnen, nämlich mit dem richtigen Schlüssel.« Art Kamo war belustigt und ließ sich von Vana in den Raum einschließen. Das Schloss schnappte ein und er begann mit der Arbeit. Zu seinem Entsetzen musste er feststellen, dass das Öffnen des Schlosses offenbar doch schwieriger war, als er gedacht hatte. Er versuchte all seine Tricks, um die Tür schnell zu öffnen, bis er feststellte, dass er auf die verhasste Methode seiner Schülerin zurückgreifen musste, die sorgfältige und gründliche Untersuchung. »Ich muss jetzt gehen«, sagte Vana auf der anderen Seite der Tür. »Ich werde die Stadtwache zur Festung bringen. Ich weiß, dass das gegen die Regeln verstößt, aber ich denke, es ist nicht zum Wohle der Dorfbewohner, wenn ein hungriger Vampir frei herumläuft. Es wird schon dunkel, und auch wenn ihr nicht in der Lage seid, die Tür zu öffnen, ist der Vampir mit Sicherheit nicht zu stolz, den Schlüssel zu benutzen, um zu entkommen. Erinnert ihr euch, wie ihr zu mir gesagt habt, selbst wenn ich in das Schloss direkt vor eurer Nase einen Schlüssel stecke, bekommt ihr es immer noch nicht auf?« »Warte«, rief Art Kamo ihr zu, »ich möchte den Schlüssel verwenden. Wo ist er? Ihr habt vergessen, ihn mir zu geben.« Aber er erhielt keine Antwort, sondern hörte nur den Hall ihrer Schritte, als sie sich hinter der Tür über den Gang entfernte. Art Kamo begann, das Schloss wie wild zu bearbeiten, aber seine Hände zitterten vor Furcht. Da der Raum keine Fenster hatte, war es ihm unmöglich festzustellen, wie spät es war. Waren Minuten vergangen oder vielleicht schon Stunden? Er war sich sicher, dass der Vampir das ganz genau wusste. Art Kamos Werkzeuge litten unter seinen nervösen Händen,
mit denen er drehte und stocherte. Der Draht brach im Schüsselloch ab, wie bei einem Anfänger. Adkamo brüllte und donnerte mit den Fäusten gegen die Tür, aber er wusste, dass ihn unmöglich jemand hören konnte. Und gerade als er Atem für einen erneuten Schrei holte, hörte das unverkennbare Knarren der Kiste hinter sich. Der alte Vampir betrachtete den Meister der Schlösser mit irrsinnigen, hungrigen Augen und raste wie im Wahn auf ihn zu. Und ehe Adkamo starb, sah er es. An einer Kette, die um den Hals des schlafenden Vampirs gelegt worden war, hing ein Schlüssel. Na, da hat sie ihn ja schön reingelegt, nicht wahr? Junge, Junge. Nun, dann werden wir uns mal wieder nach oben begeben. Wie sieht's denn hier wieder aus? Lass das, wo es war. Ey, ich bin hier raus, ja. Ja, es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Aber jetzt verabschiede ich mich von euch. Passt gut auf das Haus auf. Hier hat man bereits einen Ausblick auf das Nordmeer. Das muss man sich mal vorstellen. Eine ganze Stadt in die Luft gejagt. Und hier befindet sich eine kleine Terrasse, die man auch für einen morgendlichen Snack nutzen kann, während man einen Ausblick auf das Eismeer genießt. Und die nächsten Ruinen sind schon auf Sichtweite. Mit diesem Blick auf das Haus möchte ich mich von meinen Zuschauern verabschieden. Vielen Dank.